Warum sehen wir heute an den Aktienmärkten einen Abverkauf? Der Grund ist meiner Auffassung nach ziemlich einfach. Es ist die Inflation. Stupid. Denn das, was da derzeit passiert, vor allem mit den steigenden Energiepreisen, das bringt das Narrativ der Notenbanken ins Wanken. Inflation ist transitory, transitory. Jetzt stellt man fest, dass die Energiepreise nicht transitory-mäßig steigen, sondern weiter steigen. Und Energie ist ja ein maßgeblicher Faktor eben für Inflation. Und dementsprechend wirken die Notenbanken verunsichert, sind mindestens die Märkte verunsichert, ob all das wirklich so gut gehen kann, denn da hängt ja ein Rattenschwanz dran. Wenn die Inflation hoch ist, wenn die Energiepreise hoch sind, wenn die Kosten für die Unternehmen steigen, dann drückt das auf die Marge, dann stellt sich wiederum die Frage nach den Bewertungen der Aktienmärkte, das ist das eine. Wenn allerdings dann die Unternehmen in der Lage sind oder wären, diese gestiegenen Kosten, die sie haben, weiterzugeben an die Konsumenten, dann steigt die Inflation weiter, und wenn die Inflation weiter steigt, dann müssen die Notenbanken Gegenmaßnahmen ergreifen. Das ist wiederum Gift für die Aktienmärkte, denn die leben von der Liquidität, und alles, was die Notenbanken tun müssten in Sachen Inflation, wäre eben Liquiditätsverknappung, wäre möglicherweise sogar Zinsanhebung. Und all das ist insofern unschön, als wir ja praktisch schon durch diese Lieferkettenknappheiten, Angebotsknappheiten im Grunde schon ein Bremsen des Wirtschaftswachstums haben, weil was nicht verkauft werden kann, weil man es nicht produzieren kann. Das fließt auch nicht in die BIP-Berechnung ein. Dementsprechend ist das ein Teufelskreis, den ich heute Morgen schon im Videoausblick so ein bisschen thematisiert hatte, auch gezeigt hatte, den VIX etwa. Wohlerwartung der S&P 500 Aktien in den nächsten 4 Wochen über Optionen eingepreist, meine Damen und Herren. Scary, aber es ist so, dass wir hier eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation hatten, die sich heute dann nach oben aufgelöst hat. Der VIX etwa 26% im Plus. Booms dagegen Dow Jones im Minus, vor allem aber der Nasdaq im Minus, minus 2,5% teilweise. Warum sind die Tech-Werte besonders im Minus? Der Grund ist ganz einfach: Tech-Werte sind Assets, die in deflationären Phasen gut laufen, und wir hatten ja jetzt ein Jahrzehnt oder sogar länger eine deflationäre, tendenziell deflationäre Phase der Weltwirtschaft. Und Value-Aktien sind tendenziell besser, wenn die Dinge, und Energieaktien, wenn die Dinge inflationär werden. Und es sieht so aus, als könnten wir möglicherweise vor einem Jahrzehnt der Inflation stehen. Und all diejenigen, die immer den Dip gekauft hatten und immer recht hatten, werden diesmal vielleicht im Mindesten ein bisschen zweifeln und eine Ohrfeige bekommen, werden wir sehen. Jedenfalls ist natürlich jetzt die Lage auch wieder ein bisschen überverkauft, sodass technische Gegenreaktionen durchaus drin sind. Aber das ändert eben nichts an der Konstellation, an dieser Inflation-Stagflationskonstellation, an den beschriebenen Kausalwirkungen in Sachen Inflation, die ich vorhin versucht hatte darzustellen. Wir hatten ja, Morgan Stanley hatte das gesagt, wir glauben nicht, dass das jetzt schon das Ende ist, sondern dass das möglicherweise erst der Anfang ist. Wir hatten ja einen Abverkauf, einen Bruch des Trendkanals beim S&P 500 unter großem Volumen, dann die Erholung bis zur 50-Tageslinie und ein bisschen drüber unter ziemlich geringem Volumen. Heute ist das Volumen wieder groß. Wir sind jetzt etwa, wo ich das Video aufnehme, haben wir schon so viel Volumen wie am gesamten Vortag. Also es rumst ein bisschen, da ist durchaus wieder Schmackes drin. Und dieses Triangle, was hier charttechnisch zu sehen war, das hat sich jetzt nach unten aufgelöst. Dazu kommt eben jetzt, dass natürlich alle Welt und Nachbars Lumpi long steht in Tech-Aktien. Jetzt ist mit dem zunehmenden Abverkauf sind die Market Maker gezwungen, letztendlich hier Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Die müssen sich absichern, entweder indem sie Puts sich reinlegen auf Nasdaq-Werte oder den Nasdaq insgesamt, oder indem sie eben physisch Nasdaq-Titel verkaufen. Wolfgang Müller, mein Kollege, hat heute die Frage gestellt: Fang-Aktien, ist ihre beste Zeit bereits vorbei? Und hat gezeigt, historisch gibt es immer so eine Phase, wo bestimmte Branchen dominieren, aber diese Phasen enden regelmäßig. Vielleicht sind jetzt oder ist jetzt die Zeit gekommen, dass diese Dominanz der Tech-Werte an den Aktienmärkten endet, wenn wir eben in einem inflationären Umfeld sind. Wir sehen europäische Tech-Aktien über 4%, dieser Tech-Stock-Index. Und jetzt wird zum Problem für die Indizes, ich hatte das neulich auch schon in einem Video beschrieben, eben die Marktgewichtung dieser großen Tech-Aktien. Würde man etwa mehr Gewichtung bei Bankaktien und Energieaktien haben, dann würden die Indizes besser laufen. Jetzt könnte das, was super war für die Märkte,
mindestens für die Indizes, nämlich diese Tech-Lastigkeit, dass wir die Situation haben, dass etwa die sogenannten Fatman-GPA 53% des Triple Q ausmachen, also des maßgeblichen Nasdaq-ETFs, oder 25% des Spider, des maßgeblichen S&P 500 Index. Das sind eben jetzt sozusagen Bremsfaktoren. Vorher war es ein dynamisierender Faktor für die Indizes, jetzt es ist ein Bremsfaktor. Warum fallen die Tech-Werte so stark? Ja, es ist vor allem die Geschwindigkeit, wie die Renditen jetzt steigen, eben weil das Narrativ sich derzeit in Luft auflöst, ja, Inflation vorübergehend, ne? Dann brauchen wir auch keine steigenden Renditen, aber wer dann Staatsanleihen kauft, der muss dann irgendwo einen Ausgleich fordern für die Inflation. Also sagt er, ich brauche höhere Renditen. Wir sehen unten in diesem Chart, das ist sozusagen der Financial Conditions Index, der von Goldman Sachs ermittelt wird, dass da schon ein bisschen was jetzt wieder sich Richtung Normalität entwickelt. Die Finanzkonditionen waren ja so easy, so locker, wie gefühlt seit 370 Jahren nicht mehr. Amerikanische Kommentatoren sagen, da ist vielleicht ein bisschen Angst jetzt vor dieser ganzen Geschichte Government Shutdown, Debt Ceiling Anhebung, also Schuldengrenze Anhebung. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Es ist, das mag mit reinspielen, gar keine Frage, aber der Hauptfaktor scheint mir Inflation, Stagflation, Lieferketten, damit sozusagen das Narrativ der Notenbanken wankend zu sein. Jetzt hat zumindest an der politischen Front Chuck Schumer versucht, mal hier die Dinge ein bisschen zu beruhigen und gesagt, okay, wenn die Republikaner schon nicht mitmachen in den USA, dann versuchen wir es selber, versuchen also mit einer 50 Stimmen Parität das Ganze durchzukriegen. Die Demokraten haben 50 Stimmen im Senat, plus dann eben, wenn es 50-50 steht von den 100 Stimmen, die Vizepräsidentin Harris. Und Janet Yellen hat jetzt nochmal heute bei der Anhörung vor dem Kongress gewarnt, ja, die Nichtanhebung der Schuldengrenze hätte katastrophale finanzielle Konsequenzen für die Märkte. Und es hat sich bei dieser Anhörung auch Jerome geäußert, der gesagt hat, ja, es ist fair zu sagen, dass die Inflation doch ein bisschen besorgniserregender ist, als wir das uns einmal so vorgestellt haben. Er zitiert hier Supply Chain Issues, also Lieferkettenprobleme, aber wir in Europa haben noch ein ganz anderes Problem, das in den USA auch der Fall ist, aber deutlich weniger, nämlich die explodierenden Energiekosten. Der CEO von Ford hat jetzt übrigens gesagt, also die Knappheit an maßgeblichen Elektronikbauteilen, die wir brauchen für unsere Autos, die wird bis mindestens Ende nächsten Jahres vorhalten. Also wir sehen auch hier diese Knappheiten, die werden jetzt immer weiter in die fernere Zukunft verschoben. Vorher ist es ja transitory, gell? Ganz transitory. Jetzt stellt man fest, nö, ist nicht der Fall. Jetzt kommt auch nicht nur die Glaubwürdigkeit von Jerome Powell, der ja da einer der dovischsten ist innerhalb der Fed und immer gesagt hat, transitory, transitory. Und diese Glaubwürdigkeit geriet ins Wanken. Aber es gab ja diesen Skandal in Anführungszeichen um Rosengreen, Kaplan, die jetzt beide zurückgetreten sind, weil sie aktiv an den Märkten getradet haben. Und das scheint dem Renommee von Jerome Powell. Jetzt sehen wir, dass etwa eine Elizabeth Warren, diese eher linke Demokratin, jetzt gesagt hat, Powell ist ein gefährlicher Mann, ich bin gegen seine Wiedernominierung. Und da sehen wir schon in den Wetten, Betting Odds, dass Lael Brainard deutlich hat aufholen können. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Jerome Powell wieder nominiert wird, die ist hiermit deutlich gesunken. Nicht hilfreich für die Märkte waren dann auch Kommentare von Bull Ballard von der Fed, St. Louis Fed, der gesagt hat, oh ja, 2022, wenn es so weitergeht mit der Inflation, brauchen wir mindestens zwei Zinsanhebungen. Und das sind so Texte, die, wo die Märkte, wie der Loder Matthäus sagen würde, nicht so schick finden. Jetzt werden eben durch den Rücktritt von Kaplan und Rosengreen Stellen frei. Im nächsten Jahr werden 6 Sitze innerhalb der Fed neu besetzt. Vielleicht hat man dann die Chance, ein paar dovische Mitglieder hier ranzubringen. Nochmal, bevor wir zur Energiethematik kommen, hier Arbeitsmarktsituation. Michael Geier zeigt hier sehr gut, dass es etwa 50 Tage durchschnittlich braucht, bis ein Job besetzt werden kann. Absoluter Rekord hat es never ever gegeben. Das heißt, wir sehen jetzt eben auch diese Knappheit am Arbeitsmarkt. Hier in Deutschland wird jetzt im Herbst sehr viel über Löhne gesprochen werden. Gibt es Tarifverhandlungen und da werden sich die Arbeitnehmer schon sagen, also ich brauche einen Inflationsausgleich. Dann haben wir möglicherweise eben diese Lohnpreisspirale, vor der sich viele fürchten. Aber wir haben vor allem eine Energiekrise. Vielleicht erinnern Sie sich, ich hatte vor gefühlt 2,5 Wochen
mal getitelt Energiekrise und keiner spricht darüber. Inzwischen spricht man darüber, weil es schlichtweg nicht mehr zu ignorieren ist. Ole Hansen von der Saxo Bank sagt hier, ja, also die Aktienmärkte haben jetzt die längste Rallye im Grunde ohne 5% Korrektur gehabt seit 1999. Naja, also sagen wir mal, es gab schon solche Korrekturen, aber die längste Rallye insgesamt seit 99, also seit 22 Jahren. Aber der Geist ist aus der Flasche durch den globalen Energy Crunch, wie ihr das hier formuliert. Und er zeigt mal zum Beispiel den Anstieg von Kohle, von Flüssiggas und von Gas in Relation zum Ölpreis, der ja auch gestiegen ist, heute zwischenzeitlich dann mal korrigiert hat. Aber dennoch, Brent Crude auf dem höchsten Stand seit 2018, seit etwa 3 Jahren. Und jetzt sehen wir, dass aber andere Energieträger, klassische Energieträger, wenn man so will, deutlich hier im Preis anziehen. Das sieht man an allen Fronten. Gas, Electricity Prices, überall wird es teurer. Gas und Elektrizität machen etwa 4,8% bei der Inflationsberechnung in Europa aus. Und wir sehen hier einen Viagra-artigen Chart, der durchaus sich dann eben in den Inflationszahlen der nächsten Monate sich wird niederschlagen müssen. Gaspreis in Europa auf Rekordhoch, in USA auf 7-Jahres-Hoch, aber doch noch deutlich niedriger als eben in Europa. Hier sehen wir zum Beispiel Gaspreise in Holland, unsere Nachbarn, The Gas Group, da sehen wir, dass da der Preis deutlich nach oben geht. Und China hat jetzt erst einmal gesagt, wir werden sehr genau hinschauen, gerade bei energieintensiven Unternehmen und umweltverschmutzenden Unternehmen, was die so machen. Notfalls drehen wir den Strom ab. Die Hälfte der Provinzen hat schon Stromeinschränkungen. Ich hatte das auch heute Morgen im Video thematisiert. Und das alles sorgt natürlich dafür, dass die Inflationserwartungen nach oben gehen. Höchster Stand jetzt seit 2015. Das wiederum konterkariert das Narrativ der Notenbanken. Transitory. Wir sehen etwa in UK, also in Großbritannien, die sogenannten 5-Year Forwards, die also die Inflation in 5 Jahren für die dann folgenden 5 Jahre bepreisen, wenn man so will, auf dem höchsten Stand seit 2008. Auch heute wieder deutlich gestiegen. Und dann kommt zum Beispiel Monsieur Villeroy, der Franzose aus der EZB. Ja, also ich habe keinen Zweifel daran, dass die Inflation 2023, erstaunlich, dass er dieses Datum nennt, oder diesen Zeitraum nennt, der unter 2% wieder sein wird und sagt gleichzeitig, also unsere Inflationsvorhersage, die rechtfertigt unsere Geldpolitik, dass wir die also sehr locker halten. Ja, das ist halt seine Vorhersage, aber es hat sich dann auch die großartige Madame Lagarde geäußert, ganz ähnlich natürlich. Ich glaube nicht, dass das sozusagen da, was wir bei der Energiegeschichte sehen, dass das dann also praktisch sich über die ganze Wirtschaft, nein, auf keinen Fall, Madame Lagarde. Und die Inflationserwartungen zeigen auch nicht, dass also wir ein Risiko eines Inflationsüberschießens haben. Nö, haben wir ja gerade gesehen in dem Chart, Frau Lagarde, nö. Also kann man daraus nicht ableiten, ja. Also haben sie genau richtig analysiert. Und jetzt sagt sie sogar noch, also die zentrale Herausforderung ist, dass wir nicht überreagieren auf diese Supply Shocks, auf diese Angebotsengpässe, Lieferkettenproblematiken etc. Also es ist die Comedy Show fortgesetzt und das wirkt natürlich zunehmend neben der Realität, neben der Spur, ziemlich weit hinter der Kurve und die Märkte sind jetzt eben ein bisschen mal vor die Kurve gegangen, während die Notenbanken noch weit hinter der Kurve sind. Hier mal eine Einschätzung aus dem landwirtschaftlichen Bereich, da gibt es hochinteressante Medien, ein Freund hat mir das zugeschickt, danke. Der hier oder wo hier nochmal die beste Begründung geliefert wird, die ich bisher für den Anstieg der Gaspreise gesehen habe. Also natürlich immer Angebot und Nachfrage, die Speicher sind leer, Gasspeicher etwa. Und dann werden in Asien, und das finde ich hochinteressant, deutlich höhere Preise gezahlt, weswegen die Russen ihr Gas umlenken, vorwiegend nach Asien, weil es da eben mehr zu verdienen gibt. Es gab in Asien wiederum dann einen sehr langen und harten Winter im letzten Jahr und jetzt kommt eben immer mehr Industrie wieder an den Start nach den langen Lockdowns. Also haben wir einfach ein steigendes Angebot und natürlich die steigenden CO2-Abgaben. Und die spielen auch hier eine Rolle. Also die Politik hat es geschafft, sozusagen diese Energiekrise noch zu befeuern mit ihrer Regulierung. Da kann man nur ganz herzlich gratulieren. Und die Chinesen, da war ja ein bisschen Ruhe, eigentlich ja so ein paar Beruhigungssignale heute in Sachen Evergrande. China
hatte gesagt, jetzt staatlichen Firmen, also übernehmt Assets von Evergrande, kauft sie denen ab, damit die vielleicht nicht absaufen, aber jedenfalls, dass die Projekte weitergehen, die Evergrande angefasst hat. Und interessant auch, man hat dann auch eine Zusicherung seitens der Notenbank gegeben, zumindest verbal, dass diejenigen, die sich da Wohnungen gekauft haben, die noch nicht fertig sind, dass die bedient werden, also dass diese Wohnungen zu Ende gebaut werden. Aber interessant ist, dass Chinas Notenbankchef Yi, nämlich Yi Gang, gesagt hat, also diese Politik, die die westlichen Länder betreiben mit diesem Quantitative Easing, das ist auf Dauer ziemlich schädlich, das wollen wir nicht machen. Die Chinesen immerhin müssen das noch nicht machen, aber vielleicht werden sie es auch bald machen müssen, aber die sehen ja im Westen, so toll funktioniert es nicht. Die Anleihekäufe der Fed, der EZB haben nichts mit Wirtschaftswachstum zu tun. Die Zinsen sind bei Null, da kann ich Anleihen kaufen, wie ich will. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Das ist alles Bullshit, was da die EZB vor allem immer wieder sagt. Wir würden Jobs schaffen, Wirtschaft voranbringen. Das ist also einer der schwachsinnigsten Dinge, die ich je gehört habe. Wenn Sie aber mal Abstand nehmen wollen von Schwachsinn, sondern intensiv und gute Dinge sehen und lesen wollen, dann empfehle ich Ihnen zwei Artikel. Den ersten von meinem Kollegen, dem Wolfgang Müller, ab 22.000, nicht ab 22.000, sondern ab 2022 wird es spannend, doch nicht vorübergehend, nämlich die Inflation. Wenn das dann immer noch so ist wie derzeit oder sogar krasser, dann wissen wir, transitory ist ein relativer Begriff. Und dann noch ein anderer Artikel, Cathie Wood und unprofitable Tech und Aktien werden unter die Räder kommen. Wir sehen heute in der ARK Innovation meine allerbesten Freundin Cathie Wood, etwa minus 5%, als ich zuletzt hingeschaut habe. Warum ist das so? Weil schlichtweg vielleicht die Großen werden besser laufen, eine Apple etc., die werden da einigermaßen aus dieser Nummer rauskommen. Aber wenn jetzt sozusagen die Notenbanken gezwungen sind, hier umzusteuern, dann wird es jene Aktien treffen, die unprofitabel sind, und davon hat die Cathie Wood die eine oder andere ja gekauft, ne? Das könnte dann schwierig werden. Jedenfalls, das sind die beiden Dinge, die ich Ihnen anempfehle. Jetzt verlinke unter dem Video. Nehmen Sie sich die Zeit, es lohnt sich. Jetzt sage ich einen wunderschönen Feierabend. Ich werde das schöne Wetter nochmal genießen an der Elbe, an bayerischem Bier. Es soll die nächsten Tage schlecht werden. Vielleicht, wenn Sie all das gemacht haben, was ich Ihnen praktisch aufgetragen habe, machen Sie Ähnliches. Genießen Sie das, solange es noch geht. Jetzt sage ich Servus und Ciao.